Heute werde ich mich rächen. Meine Superhelden halfen mir, die Kraft zu leben zu finden. Ich wusste, dass ich mit ihnen rächen würde. Heute weiß ich, dass ich einen nazistischen Supermarkt explodieren wolle. Aber ich weiß noch nicht wann. Bevor sie dachten, dass ich ein Monstrum bin, werde ich ihnen erklären. Wenn ich jünger war, hat man mich meine Schokolatines gestohlen. Sie heißen Mario, Wladimir, Robert und Heiko. Heiko war der Dummste. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Ricky! 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 Wie gehst du, lieber Rickylein? Oh, warum sprichst du nicht? Gibt es ein Problem? Was passiert? Sehen wir so schlecht aus? Heiko, denkst du, dass wir böse sind? Nein! Siehst du, wir sind nicht böse, aber wir sind sehr hungrig. Oho, was sehe ich? Du hast Schokolatines. Es wäre perfekt für unser Hunger. Was denkst du, Heiko? Ja! Könntest du nicht deine Schokolatine uns geben? Streng dir ein bisschen, wir sind so hungrig. Ich hatte so viele Angst. Ich gab ihnen meine Schokolatines und dann rannte ich weiter. Ich war allein, ohne Schokolatines, mit meinem orangen Sack. Meine Schokolatines waren meine Freunde und auch meine Freude. An diesem Tag haben sie nicht nur Schokolatines gestohlen, sie haben einen Teil von mir gestohlen. Ich bereite mich seit langem vor. Ich habe Sprengstoffe in meinem Zimmer. Ich habe einen Plan des Supermarkts schon gemacht. Er ist auf meinem Rücken. Das ist meine Tätowierung. Heute werde ich in den Supermarkt einige Sachen beobachten. Oh mein Gott, das ist die Clique. Oh ja. Ja, cool. Oh Rick, es war eine lange Zeit. Oh, wie geht's du? Was machst du in deinem Leben? Es ist dir gut zu sehen. Haben wir etwas falsch gesagt? Nein, ich weiß es nicht. Wolltest du ein Glas Champagner mit uns trinken? Ja. Ja, gute Idee. Sie wussten nicht, dass es Schabbat war. Arsch! Was der Rick, warte! We'll be right back.
Jetzt weiß ich, wann ich den Supermarkt explodieren werde. Sie sind zu böse gewesen. Es ist zu spät. Ah ja, ja, bien joué. Excellent. Rick? Rickelein? Hast du ein Problem? Was machst du? Nein, Rick! Wie in jeder Geschichte gibt es in dieser Geschichte eine Moral. Man kennt niemals, was die Leute erleben. Man kennt niemals die Leute wirklich und man kennt nie, wozu sie fähig sind. Versuchen Sie immer nett mit Leuten zu sein.